Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal gucken, was ich in dem letzten halben Jahr bereits gelesen habe. Insgesamt sind es 22 Bücher. Ja, was soll ich sagen? Natürlich konnte man nicht erwarten, dass bei mir nach einer so langen Leseflaute wieder alles explodiert. Aber es wird besser und meine Leselust kommt immer stärker zurück. Und auch die Zeit zum Lesen kommt immer mehr zurück. Beziehungsweise ich schaffe es mir, irgendwie Luft dazu zu machen und meinen Tagesablauf so zu gestalten, dass das Lesen irgendwie wieder seinen festen Platz darin findet. In Zukunft denke ich, dass wir viel öfter wieder über Bücher reden werden. Das ist natürlich das Ziel. Und ich glaube, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin. Heute reden wir also über die 22 Bücher, die ich in diesem Jahr bereits gelesen habe. Wir besprechen die nur ganz kurz, wir reißen das so grob an. Ich sag euch, welche Bücher bis jetzt Highlights waren und welche eher nicht so sehr. Und am Ende des Jahres wird es dann nochmal natürlich ein riesengroßes Video zu allen gelesenen Büchern geben, wo wir nochmal genau durchgehen. Vielleicht machen wir sogar ein Ranking, das dann besagt, welche Bücher mir wie gut gefallen haben. Und eventuell werde ich dann noch ein paar Worte mehr dazu sagen als jetzt in diesem Video. Das Jahr hat gestartet mit einer Leserunde zu Die Anstalt für ungehorsame viktorianische Mädchen von Emily Autumn. Emily Autumn ist auch eine Sängerin. Ich persönlich habe bewusst nie Lieder von dieser Dame konsumiert oder gehört. Sollte ich allerdings nachträglich endlich mal machen. Dieses Buch hat von mir volle 5 Sterne bekommen. Damit hat das Jahr also sehr, sehr gut gestartet. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich diese Sternebewertung noch beibehalten würde jetzt im Nachhinein, aber darüber werde ich mir jetzt noch ein weiteres halbes Jahr Gedanken machen, bevor ich da zu einem festen Entschluss komme. Es geht in diesem Buch auf jeden Fall um Emily, die sterben wollte. Sie hat versucht, sich zu suizidieren. Ihre Überdosis war also kein Versehen. Ihre Rettung gefällt ihr dementsprechend also eher weniger. Und zudem sitzt sie natürlich jetzt in einer Psychiatrie fest, die für sie eher wie die Hölle persönlich anmutet. Sie wird ein bisschen von ihrem alltäglichen Dasein in dieser Psychiatrie abgelenkt durch gewisse Briefe, die sie findet von einer anderen Emily, die anscheinend zu einer ganz anderen Zeit in dieser Psychiatrie bereits gelebt haben muss. Und in diesen Briefen findet Emily zu der anderen Emily gewisse Parallelen und beide kämpfen gegen denselben Feind, nämlich die Ärzte. Was in diesem Buch besonders war, war der Aspekt, dass man nicht mehr gewusst hat oder nur schwer herausfinden konnte während des Lesens, was jetzt tatsächlich der Realität entspricht. Und was sozusagen Fiktion ist, beziehungsweise eine Art Halluzination, ne, von einer der beiden Emilys. Und weil das so war, hat man natürlich auch die Möglichkeit gehabt, viel in dieses Buch hinein zu interpretieren. Ich weiß nicht, inwiefern man vielleicht da dann auch zu viel hinein interpretiert in gewisse Situationen oder Dinge oder Metaphern, die vielleicht auch gar keine sind oder sein sollen. Ich persönlich glaube aber, dass das schon alles so gewollt war, wie ich es beim Lesen empfunden habe, dass die Metaphern auch gewisse Bedeutungen hatten. Mit meiner Lesepartnerin damals war ich mir da also auch sehr einig. Wir haben auch viel darüber gesprochen. Es war also eine sehr, sehr bereichernde, sehr tolle Leserunde. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf oder nicht, deswegen mache ich es jetzt einfach mal nicht. Sollte das okay sein für die Zukunft? Schreibt mir gerne mal bei Instagram oder so oder über WhatsApp, wir haben ja Nummern ausgetauscht natürlich, dann kann ich natürlich auch deinen Namen gerne nennen, dann ist das persönlicher. Aber trotzdem an dieser Stelle danke für die tolle Leserunde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es folgt noch die ein oder andere Mal irgendwann, wenn ich wieder bereit bin für Leserunden. Aktuell bin ich froh, wenn ich keine habe, ehrlich gesagt, aber sag niemals nie, man weiß nicht, was alles so kommt. Das nächste Buch, das ich im Januar auch bereits beendet hatte, war ein Hörbuch und zwar das Seidenraupenzimmer von Sayaka Murata. Sayaka Murata ist eine japanische Autorin. Ich habe mit Autoren aus Asien bereits recht gute Erfahrungen gemacht, wenn wir da an Han Kang mit der Vegetarierin denken oder so. Ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht gelesen. Es kommt schon einiges an guter Literatur von dort und deswegen bin ich auch immer sehr offen. Vor allen Dingen merkt man auch, dass die irgendwie einen speziellen Stil haben. Man merkt, dass die gewisse Themen, gewisse gesellschaftskritische Themen
auf eine ganz besondere Art verarbeiten, ansprechen und so, finde ich sehr, sehr spannend. Auch wenn mir das immer wieder so ein bisschen Angst macht, wie die Menschen dort eigentlich leben oder ihr eigenes Leben sehen. Ich bin da immer wieder ganz froh, dass ich in Europa groß geworden bin. Wenn ich da manchmal höre, wie sehr man zum Beispiel dort auch von der Familie am Essenstisch für sein Gewicht kritisiert wird, in Vietnam oder sowas. Also es gibt da Dinge, die sind da vollkommen normal, wie Bodyshaming innerhalb der eigenen Familie, was hier für uns einfach gar nicht gehen würde. Natürlich kommt das hier auch vor, aber bei denen ist das halt an der Tagesordnung, das ist vollkommen normal und das finde ich sehr gruselig. Aber darum soll es ja jetzt hier nicht gehen, aber auch solche Art von Themen werden natürlich in das Seidenraupenzimmer besprochen. Jetzt nicht gerade dieses Bodyshaming-Thema, aber andere sehr kritische Dinge. Und zwar geht es in diesem Buch um die Geschichte zweier Außenseiter, nämlich Yuki und ihr Cousin Yu. Und die beiden verlieben sich, als sie jung sind. Und die beiden haben nämlich so ein paar Gemeinsamkeiten, wie sie sich fühlen in der Welt, in der sie leben und groß werden. Und sie fühlen sich beide eigentlich wie Aliens auf dieser Welt. Und sie kommen dann auch schnell dazu, dass Yu wahrscheinlich ein Alien ist, der auf sein Raumschiff wartet und irgendwann abgeholt wird. Und es kommt dann dazu, dass die beiden sogar miteinander schlafen. Das wird von der Familie nicht gut aufgenommen und die beiden werden also in Zukunft voneinander ferngehalten. Sie werden also keinen weiteren Sommer gemeinsam in diesem Haus verbringen. Ich glaube, bei ihren Großeltern oder sowas war das. In einem alten Farmhaus, genau, der Familie. Weil eben dieser Vorfall passiert ist. 20 Jahre später kehrt Yuki allerdings zu diesem Ort zurück. Und was da dann alles passiert und ob die beiden sich dort wieder treffen und wie das Ganze dann weiter oder ausgeht für die beiden, das könnt ihr dann natürlich selber lesen. Für mich war dieses Buch skurril, gruselig, es war seltsam, es war irritierend. Und gleichzeitig entwickelte das einen ganz besonderen Sog. Also man war da direkt in dieser Geschichte drin, in dieser Welt drin. Man war in dem Kopf dieser Menschen drin und hat auch irgendwie immer versucht, sie zu verstehen. Und nach konnte man diese Menschen auch immer mehr verstehen. Es wurde einem beim Lesen oder Hören immer mehr bewusst, wie die dort eigentlich groß werden und was sie an dieser Gesellschaft stört. Was sie daran stört, wie die Welt dort bei ihnen funktioniert. Wie schwierig es auch für die Menschen ist, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Also es geht zum Beispiel auch um die Themen, dass man unbedingt heiraten muss und Kinder kriegen muss, damit man in der Gesellschaft Anerkennung bekommt und dass das alles als fatal angesehen wird, wenn jemand im gewissen Alter noch Single ist und so. Und es kommt dann halt in dem Buch auch dazu, dass Yuki einen Mann heiratet, nur damit sie ihre Ruhe hat vor der Gesellschaft. Und der Mann sieht das halt genauso. Also die beiden haben keine körperliche Beziehung zueinander, sondern sie haben sich nur geheiratet, damit keine anderen Leute ihnen mehr ins Leben pfuschen und die ganze Zeit darauf pochen, dass sie heiraten sollen. Und es ist wirklich beängstigend, ne, wenn man mitbekommt, wie sehr nicht nur die eigene Familie, sondern die ganze Gesellschaft drumherum darauf achtet, wer du bist, was du aus deinem Leben machst, wie du lebst, mit wem du lebst, ob du Kinder kriegst oder nicht. Dass man, wenn man es für sich selbst entscheidet, es anders zu machen, aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und aus diesem Grund sind die Bücher aber auch nicht nur interessant, sondern eben auch augenöffnend und vor allen Dingen geht man am Ende als Europäer, glaube ich, da sehr dankbar raus aus diesem Buch, weil man weiß, bei uns ist es anders. Also auf jeden Fall eine Lektüre, die ich euch auch empfehlen kann. Ist auch sehr kurzweilig, hat auch nicht viele Seiten, also kann man auf jeden Fall mal machen. Das nächste Buch, das ich beendet hatte, war Joyland von Stephen King. In Joyland geht es ja um einen Freizeitpark und um einen jungen Mann, der dort eines Tages im Sommer anfängt zu arbeiten. Wir begleiten ihn in seinem Alltag, wir begleiten ihn bei seinen alltäglichen Problemen, in seiner Beziehung. Er ist so ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, Wendy, seine Freundin, die zieht zum Studieren, glaube ich, woanders hin und die ist oft mit ihrer Freundin unterwegs und sie sagt ihm nicht immer, wo sie ist und macht dann halt irgendwann auch Schluss mit ihm, worunter er natürlich sehr leidet, weil es ist seine erste große Liebe und er hat natürlich alles für dieses Mädchen getan
Und ja, dieser Freizeitpark gibt ihm dann so ein bisschen Ablenkung. Aber es wäre nicht Stephen King, wenn nicht noch irgendwas passieren würde. In diesem Freizeitpark gab es mal eine Mordserie oder so. Oder zumindest wurde mal ein Mädchen umgebracht, das jetzt in einer Geisterbahn dort auch spuken soll. Ja, und grundsätzlich könnte man denken, ja, das klingt ganz gut nach Stephen King. Aber natürlich ist Joyland ein bisschen anders als andere Bücher von King aufgebaut. Joyland ist tatsächlich eher eine Art Coming-of-Age-Roman. Es ist tatsächlich eher ein sehr persönlicher Roman, nicht persönlich, was Stephen King betrifft, sondern persönlich in dem Sinne, weil man diese Hauptperson die ganze Zeit verfolgt mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen, in ihrem Leben, in ihrem Werdegang. Es geht nur um diesen Jungen. Und den begleiten wir beim Erwachsenwerden und durch diesen Sommer in diesem Freizeitpark. Es geht natürlich auch darum, diesen Mord aufzuklären oder dahinter zu steigen, was damals wirklich geschah und ob es wirklich dort spukt und so. Aber das ist eher nebensächlich und kommt bis zum Schluss eigentlich irgendwie kaum dran. Also es geht wirklich um andere Dinge in diesem Buch. Und das sollte man wissen. Weil wenn man da mit dieser Einstellung dran geht, glaube ich, mag man das Buch mehr. Ich war durch Totos Videos zum Beispiel, wo er mal über Stephen King und Joyland geredet hat, schon darauf vorbereitet, dass das ein bisschen anders wird. Und gerade deswegen wollte ich es aber lesen und es hat mir auch wirklich gut gefallen. Es ist etwas, wo man sich eigentlich ganz nett drin verlieren kann. Also es ist schön geschrieben, es ist atmosphärisch, es hat zwar so eine bedrückende Atmosphäre irgendwie die ganze Zeit. Aber dennoch fühlt man sich irgendwie darin wohl. Das ist so ein genießendes Leiden oder so. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht ganz genussvoll, weil man nicht selbst leidet, sondern jemandem beim Leiden zusieht. Aber man fühlt halt natürlich auch mit und man kennt gewisse Dinge vielleicht auch einfach aus dem eigenen Leben. Es ist ein ganz nettes Buch. Es hat mir ganz gut gefallen. Ich würde es vielleicht tatsächlich sogar eines Tages nochmal lesen, weil es einfach etwas ist, das einen so ein bisschen vom Alltag wegreißt, auf eine ganz eigene Art. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Als nächstes habe ich Write, das Buch für angehende Autorinnen aus dem Lux Verlag gelesen. Und das ist halt eben so ein Schreibratgeber, wie jeder andere auch. Es bezieht sich hier aber tatsächlich auch sehr viel darauf, wie das Verlagsleben funktioniert. Also wie entsteht ein Buch? Welche Stationen macht ein Buch durch, bis es dann letztlich im Laden liegt und so. Und es bezieht sich auch sehr viel darauf, einen Verlag zu finden oder eine Agentur zu finden. Und das fand ich sehr, sehr gut, dass der Lux Verlag da so, ja, einfach ein paar Tipps gibt für junge Schreiberlinge, wie sie die ganze Sache angehen sollen, was da alles auf sie zukommt, warum ein Buch so lange braucht, bis es letztlich rauskommt und so. Das fand ich alles wirklich sehr, sehr toll, sehr, sehr interessant und ja, deswegen fand ich das Buch allgemein wirklich sehr, sehr gut und kann ich als Schreibratgeber in dem Sinne auch einfach gerade wegen den Themen, die in anderen Schreibratgebern oft fehlen, empfehlen. Weil in anderen Schreibratgebern geht es halt nur darum, Storyaufbau, Charakteraufbau, Plot-Twists, die Sprache allgemein, der Stil. Und hier geht es halt eben auch noch um das, was danach kommt, wenn das Buch geschrieben ist, was ja auch sehr wichtig ist, weil ohne diese ganzen Vorgänge liegt das Buch halt niemals im Laden drin. Und deswegen, ja, finde ich das sehr schön, dass der Lux Verlag da dachte, dass das mal ganz wichtig wäre, auch mal ein bisschen offenzulegen, was da eigentlich alles hintergründig so abgeht. Danach habe ich die Wallflowers gelesen von Lisa Kleypas, und zwar den ersten Band Annabelle und Simon. Es geht in die Wallflowers grob darum, das ist eine vierteilige Serie, und es geht in den Wallflowers darum, dass die Mauerblümchen eben Freundschaft schließen. Das sind Mädels, die ja, in keiner Saison bisher einen Ehemann für sich generieren konnten und die halt eben jetzt einen Pakt schließen, sich nach und nach einen Ehemann zu verschaffen. Und starten tun die eben mit Annabelle, weil Annabelle bereits so alt ist, dass sie jetzt ihre letzte Saison hat. Und wenn sie jetzt keinen Mann findet, dann wird das für sie wahrscheinlich auch so gut wie unmöglich sein in dieser damaligen Welt, ne? Das Ganze spielt, glaube ich, in England und das war von der Atmosphäre her einfach toll. Mir haben die Charaktere ganz gut gefallen. Ich fand das, was passiert ist in dem Buch, ganz interessant. Es gab halt natürlich auch so ein paar kleine Wendungen und ein paar Konflikte, die entstanden sind und ein paar Dinge, die schiefgelaufen sind. Und allgemein fand ich das echt ganz süß. Überraschenderweise, weil das ja eigentlich nicht so mein Ding ist. Romantik, Kitsch, historisches Setting, Ballkleider und sowas, das ist ja eigentlich gar nicht meins, ne? Aber ich muss sagen, es hat mir echt ganz gut gefallen. Es hat mir Spaß gemacht.
Deswegen habe ich auch die ganze Reihe direkt gekauft und die liegt ja auch noch auf meinem Sub jetzt, also die letzten 3 Bände. Ich muss da unbedingt mal weitermachen und hoffe natürlich, dass mir auch die weiteren Bände ganz gut gefallen werden. Manchmal lohnt es sich dann doch, Dinge auszuprobieren, für die man eigentlich gar nicht so offen wäre. Dann kam das Jahreshighlight schlechthin und ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch irgendwas toppen kann. Und zwar Call Me By Your Name von Andre Aciman. Dieses Buch war göttlich. Ich habe das gelesen mit meiner liebsten Andrea. Ich bin so froh, dass ich die durch diese Leserunde kennengelernt habe. Sie ist ein so großer Herzensmensch für mich geworden. An dieser Stelle also ganz liebe Grüße an dich. Und dieses Buch. Ich habe es so geliebt. Wir haben es beide natürlich so sehr geliebt. Wir haben auch beide vorher schon den Film gesehen und kannten die Geschichte also an sich schon. Call Me By Your Name, was soll ich sagen? Es geht um Elio und Oliver. Und Elio ist ein junger Mann von 15, 16. Ist wahrscheinlich genau in der Mitte von Alter im Buch, Alter im Film. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, es tut mir leid, aber er ist noch relativ jung. Er lebt mit seiner Familie in den Sommermonaten vor allen Dingen. Ich weiß gar nicht, ob die das ganze Jahr da sind, aber ich glaube, in den Sommermonaten sind sie auf jeden Fall in ihrem Haus in Italien. Überall Wiese, überall Bäume, überall Grün. Ein richtig tolles Anwesen. Und da verbringen sie die Sommermonate. So, Oliver ist ein sozusagen Praktikant seines Vaters, der dann dorthin kommt, um dort sein Buch zu schreiben. Und das soll in Italien halt eben auch veröffentlicht werden und übersetzt werden. Das heißt, er bringt sein Manuskript immer mal wieder zur Übersetzerin und so und lebt halt dann mit denen in diesem Sommerhaus und alles. Und Elio und Oliver haben ein paar Gemeinsamkeiten. Sie sind beide homosexuell und sie sind beide jüdisch. Beides Dinge, die zu der Zeit, in der das Buch spielt, noch nicht akzeptiert waren und schon gar nicht so akzeptiert, dass man damit hausieren gegangen wäre. Also beides ist etwas, das man eher für sich ausgelebt hat, nicht besprochen hat. Und deswegen tun die beiden sich natürlich auch sehr schwer, sich gegenseitig zu zeigen, dass sie sich sehr mögen. Wodurch dann so eine Art Ping-Pong-Spiel entsteht, was viele Leute vielleicht in anderen Büchern ablehnen, ne? Dieses Hin und Her und mal vor und mal wieder 3 Schritte zurück. Aber in diesem Buch ist es erstens sehr plausibel dargestellt, zweitens aufgrund der Zeit, in der es spielt, sehr authentisch und vor allen Dingen, weil man auch im Kopf von Elio ist die ganze Zeit und seine Sicht darauf sieht, seine Gefühle mitbekommt. Man lebt in Elios Kopf, man bekommt die ganze Zeit mit, womit er sich beschäftigt, dass er nicht ganz weiß, wohin mit sich, dass er selber mit seiner Sexualität noch gar nicht so klar geworden ist. Er schläft mit einem Mädchen, dann will er aber unbedingt mit Olli intim werden und als er das dann wird, ist er komplett verwirrt und weiß gar nicht, ob es ihm jetzt gefallen hat oder nicht und stößt ihn von sich und Oliver sowie Elio leiden eigentlich unter dieser Situation. Der Unterschied ist nur, dass Oliver, und das ist noch so ein Problem, deutlich älter ist als Elio und diese ganzen Erfahrungen, die Elio gerade macht, längst hinter sich gelassen und gemacht hat. Und da entsteht natürlich auch eine Art Machtgefälle. Elio ist einfach noch nicht so weit wie Oliver. Gleichermaßen wissen natürlich auch noch beide, dass sie nur diesen Sommer zusammen haben und Oliver bald wieder gehen wird. Und das ist alles eine Situation, die extrem belastend ist für alle Beteiligten, aber für Elio glaube ich am allermeisten, weil er einfach der Leidtragende ist, der Jüngere, der nicht weiß, was auf ihn zukommt, nicht weiß, wie er mit den Dingen umgehen soll. Und wir leben eben in Elio, in diesem Buch und wir leiden mit auf jeder einzelnen Seite. Wir leiden mit, wir freuen uns mit, wir sehnsüchten mit. Also es ist unglaublich, ja. Ich habe das sehr, sehr geliebt, dieses Buch. Also das ist definitiv etwas, das ich in meinem Leben nochmal lesen möchte. Ich möchte auch den Film noch etliche Male sehen. Die Schauspieler sind ja auch wirklich grandios. Einfach nur toll.
Als nächstes habe ich Spanish Love Deception von Elena Armas als Hörbuch gehört. Und das war auch irgendwie ein Highlight für mich. Es gibt ja viele Leute, die mochten das Buch nicht so sehr. Und die fanden es auch kritisch, weil es irgendwie so sexistisch gewesen wäre oder so. Oder Frauen wären mal wieder nicht so dargestellt worden, wie sie sollen. Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Ich fand das Buch großartig. Ich fand es unglaublich unterhaltsam. Es hat mir sehr gut gefallen. Es geht in diesem Buch um eine Person, ich weiß nicht mehr den Namen, Lina, glaube ich, Catalina, genau. Also Lina ist auf eine Hochzeit eingeladen von ihrer Schwester, die den Bruder ihres Ex, also nicht, also sie heiratet den Bruder von Linas Ex-Freund, so, genau. Und der Ex-Freund ist auch auf die Hochzeit eingeladen und ist auch schon verlobt, neu, mit einer anderen. Und deswegen hat Lina panische Angst, auf diese Hochzeit zu fahren, denn sie ist noch Single. Und sie hat keine Lust, sich vor ihrem Ex zu blamieren, der bereits ein neues Leben angefangen hat und sie hinter sich gelassen hat und alles ist cool und so. Und sie hat jahrelang da gebraucht und hatte noch keine richtigen Dates und noch keinen neuen Freund und alles und sie ist halt allein. Und deswegen sucht sie nach einer Begleitung, einem Fake-Date. Also Trope. Fake Dating ist jetzt nicht mein Job, weil ich mir denke, ist immer dasselbe Gelabere, Gefasele, immer alles gleich, ist immer derselbe Aufhänger und am Ende sind sie alle glücklich zusammen, langweilig. Das war aber mein erstes Fake Dating Buch und deswegen war das okay. Es hat mir ganz gut gefallen. Ihr Arbeitskollege, mit dem sie seit 2 Jahren so im Clinch liegt, der bietet sich dann an, dass er ihr Date spielt. Dann hat er natürlich auch noch eine Bitte an sie, denn sie soll dann auch sein Fake-Date spielen auf einer Veranstaltung und so. Und die ganze Zeit, das ist das Einzige, was irgendwie nervt, die ganze Zeit wird dann so herumspekuliert, ja, war ich jetzt doch nur mit ihm da, weil er ein Fake-Date gesucht hat, vielleicht mag er mich doch nicht wirklich und es geht immer so hin und her, dass die nicht einfach sich sagen können, hey, wir finden uns beide toll. Und gut ist, das hat mich ein bisschen genervt, vor allem im Nachhinein nervt es mich. Also wenn ich im Nachhinein Kritik üben wollte, dann würde ich da den Kritikpunkt setzen. Aber ansonsten fand ich es einfach sehr unterhaltsam und sehr lustig auch. Den Schreibstil fand ich sehr humorvoll. Was ich nicht so gut fand, waren diese, wie in jedem Buch irgendwie in dieser Sparte, 1000 Milliarden Sexszenen, wo ich mir denke, so eine hätte auch gereicht und die hätte ich schon übersprungen. Also da war ich wirklich so, oh Gott, die Vögel schon wieder. Da habe ich direkt im Hörbuch immer weiter geklickt, 15 Sekunden und nochmal 15 Sekunden, bis das endlich zu Ende war. Weil ich brauche das einfach nicht in einem Buch. Also wenn das mal reinpasst und es dann auch wirklich gut geschrieben ist und nicht irgendwie nervig oder blöd, dann ist das okay, aber es muss dann zum Beispiel so geschrieben sein wie in Call Me By Your Name, wo ich mir denke, so boah, wie sinnlich und schön kann man Begierde und Lust beschreiben. So, das nervt nicht, das ist nicht plump, das ist nicht irgendwie komplett bescheuert geschrieben, sondern einfach toll. Und dann auch nicht ständig, sondern einmal oder so, ne? Und da vögeln die alle 2 Seiten am Ende und das nervt einfach unfassbar. So, das habe ich alles übersprungen dann. Aber ansonsten mochte ich das echt. Ich fand das sehr unterhaltsam einfach, ja. Also für das, was es war, war es echt gut. Dann habe ich eine Enttäuschung erlebt in diesem Jahr. Und zwar von Daphne du Maurier, Rebecca. Warum eine Enttäuschung? Einfach, weil ich den Film besser fand als das Buch. Das kann mir zwar jetzt keiner glauben wahrscheinlich, aber es war so. Ich mochte den Netflix-Film extrem gerne. Den habe ich vor dem Lesen des Buches gesehen und ich fand den Film echt toll. Der hat mir sehr viel gegeben. Ich würde den auch super gerne nochmal gucken. Ich glaube, ich gucke den heute. Aber das Buch fand ich nicht so gut. Der Schreibstil an sich war eigentlich gut. Also man kann nicht behaupten, dass es ein schlechter Schreibstil wäre, um Gottes Willen. Der Schreibstil war gut, das war schön geschrieben, aber nicht mein Stil. Einfach, das war mir zu blumig, zu kitschig, zu viele Beschreibungen, was Garten und Haus und dies und jenes betrifft. Und die Art und Weise, wie es erzählt wird, ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich es lesen möchte oder hören möchte. Und deswegen hat mir das nicht gefallen. Die Story an sich ist ja total toll. Es geht ja darum, dass eine junge Frau, die nicht viel Geld hat, auf einen Mann trifft, der viel Geld hat. Und der will sie dann heiraten direkt und nimmt sie mit auf sein Anwesen. Und in diesem Anwesen ist es halt so, dass die Ex-Frau
verstorben ist und ihr Geist ist eigentlich immer noch gegenwärtig. Also auch die Angestellten in diesem Buch ja, halten Rebecca halt hoch, loben die in höchsten Tönen, vergleichen sie mit der Neuen und geben ihr halt das Gefühl, überhaupt nicht richtig da zu sein und dass sie sowieso ihren Platz nie einnehmen kann und so. Und das macht es natürlich der neuen Frau extrem schwer. Und am Ende gibt es noch ein Geheimnis zu lüften, ein ziemlich großes Geheimnis, weil ich es super geil fand. Also die Geschichte an sich ist natürlich toll, aber in Buchform hat es mir leider nichts gegeben. Dann ging es weiter mit Licht bricht, bevor es strahlt. Und da haten mich bestimmt einige dafür, dass ich daran Kritik geübt habe, weil es ja so ein hochfeministisches Buch ist und ja so wichtig ist, dass mal Dinge angesprochen werden. Und das ist auch so. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber es gab in diesem Buch Sätze, die gehen einfach gar nicht. Das war einfach ein No-Go für mich teilweise, was da gesagt wurde. Und vor allem, weil es nicht irgendwie besprochen oder wieder aufgegriffen wurde oder irgendwie negiert wurde von anderen Charakteren. Also es wurde so stehen gelassen, als wäre das eine richtige Aussage. Und das fand ich sehr schwierig zum Teil. Also ich habe mich da als cis, hetero, weiße, normative Frau, ja, extrem angegriffen gefühlt. Und das finde ich nicht Sinn der Sache. Und es hat für mich auch nichts mit Feminismus zu tun, wenn man heterosexuellen Frauen abspricht, heterosexuell zu sein, zum Beispiel. Also wenn da Sätze fallen wie, eigentlich steht keine Frau auf Penisse, ja, dann denke ich mir so, doch, ich. Und das ist lange nicht der einzige Satz, der mich da sehr gestört hat in diesem Buch, den ich nicht okay fand. Aber es gab auch gute, positive Aspekte in diesem Buch. Grundsätzlich empfand ich das Buch aber als too much, weil es einfach versucht hat, wirklich alle Klischees zu brechen, wirklich alle, die gerade aktuell sind und gebrochen werden müssen, alle mussten in dieses Buch reingepresst werden, ob es jetzt irgendwie was zur Handlung beigetragen hat oder nicht. Hauptsache, das war mit drin. Und das finde ich einfach nicht authentisch und das hat mir nicht gefallen. Und da, ja, tut es mir sehr leid, wenn ich da Leuten auf die Füße trete, aber ich finde, als Autorin muss man halt eben auch gewisse Kritik aushalten können. Und auch als Leute, die mit der Autorin befreundet sind oder so, muss man diese Kritik halt eben einfach auch aushalten können, weil sie in meiner Wahrnehmung auch dann einfach berechtigt ist. Und ja, wenn man mich deswegen nicht leiden kann, dann ist mir das halt auch scheißegal. Dann ist man halt einfach ein intoleranter Mensch, der es nicht aushalten kann, dass Leute eine andere Meinung zu einem Produkt haben. Schade, aber so ist es dann einfach. Grundsätzlich, die Story, die eigentlich hinter diesem Buch steckt, hinter diesem ganzen Feminismus, Rassismus, Transfeindlichkeit und alles, was hier besprochen wird, ist eigentlich nur, dass die Hauptperson ihr Leben nicht so leben konnte bisher, wie sie wollte, weil sie eine tablettensüchtige Mutter hat, von der sie jetzt doch weggeht, um zu studieren. Und ja, das war's. Also das ist die Geschichte, die eigentlich hinter diesem Buch steckt. Es geht um diese Tablettensucht. Es geht dann darum, dass sie noch einen jungen Mann kennenlernt, in den sie sich ein bisschen verliebt, der dann auch eine Tablettensucht hat. Und das kollidiert dann eben mit ihren Erfahrungen mit ihrer Mom und so weiter. Und ja, wir verfolgen eben einfach so ein paar Monate oder so in ihrem Leben. Es gab zum Ende hin ein paar Kniffe, die ich sehr gut fand, die mich wirklich überrascht haben, wo ich dachte, boah, krass, jetzt bringt das Buch mich sogar echt noch zum Heulen. Also, es ist nicht so, dass ich dieses Buch im Gesamten schlecht fand oder schlecht machen möchte. Es gab sehr, sehr, sehr gute Sachen an diesem Buch, die mir extrem gefallen haben. Aber es gab eben auch so ein paar Sätze, die fand ich echt nicht okay. Ist halt so. Eine weitere Enttäuschung in diesem Jahr kam mit Einer flog über das Kuckucksnest von Ken Kesey. Und das war auch sehr mies, weil ich da auch diesen Film mit Jack Nicholson sehr geliebt habe. Ein grandioser Film, grandioser Schauspieler. Auch die anderen Darsteller waren grandios. Es war einfach eine Top-Besetzung in meinen Augen für diese Art von Film. In diesem Buch geht es darum, den Alltag in einer Psychiatrie aufzuzeigen in der damaligen Zeit und ja, vor allen Dingen auch aufzuzeigen, dass Leute in die psychiatrische eingewiesen werden, die eigentlich nicht dorthin gehören, weil sie eigentlich nicht krank, sondern eher missverstanden von der Gesellschaft sind und wie sie dort eben einfach zugrunde gehen oder zugrunde gerichtet werden. Ja, hat mir nicht so gut gefallen, weil mir der Stil nicht gefallen hat. Ich konnte mit diesem Stil überhaupt nichts anfangen. Das war ganz schlimm. Es war irgendwie alles so runtergerattert und nichts hat den roten Faden und
Ich habe mich immer gestresst gefühlt von diesem Buch, also es war überhaupt nichts für mich stilmäßig. Und ja, deswegen konnte mich die Geschichte im Buch leider gar nicht erreichen. Und ich habe da auch nichts draus mitgenommen. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich da eigentlich alles gelesen habe, weil das für mich alles so zusammenhangslos war und einfach so komisch erzählt. Das war einfach nicht meins. Dann ging es weiter mit The Mountain Is You, wie du Selbstsabotage erkennen und überwinden kannst, von Brianna Wiest. Und das ist ein ganz gutes Buch gewesen. Ich habe mir da sehr viel angestrichen. Es ist halt ein Sachbuch, es geht halt um Persönlichkeitsentwicklung, da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Grundsätzlich wird halt eben mit Tipps um sich geschmissen, wie man sich selbst überwindet und aufhört, sich selbst im Weg zu stehen und in den Füßen rumzustehen. Größtenteils empfand ich das Buch als sehr sinnbringend und ja, ich habe mir wie gesagt auch viel angestrichen und an manchen Momenten kam das Buch auch gerade recht und es hat mir was gebracht. Harry Potter und der Stein der Weisen. Wieder einmal habe ich versucht, die Harry Potter-Reihe anzufangen und zu lesen und ich bin mal wieder nach diesem Band gescheitert. Ich habe einfach keinen Bock darauf, die Bücher zu lesen. Ich weiß nicht wieso. Ich schaffe es einfach nie über diesen ersten Band hinaus. Es bleibt wahrscheinlich auch noch jahrelang bei den Filmen, die ich sehr mag. Ist wahrscheinlich das Medium, was für mich einfach ein bisschen passender ist. Ich habe keine Ahnung. Über Harry Potter brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Ihr wisst, worum es geht. Wer das nicht weiß, der hat wahrscheinlich unterm Stein gelebt oder auf dem Mond. I don't know. Aber Harry Potter kennt man ja. Ich fand es ganz gut. Es war unterhaltsam. Ich finde halt den Hörbuchsprecher toll und deswegen mag ich die Geschichte. Aber keine Ahnung, es gibt mir irgendwie nicht so viel wie anderen Leuten. Als nächstes habe ich Mimik von Sebastian Fitzek gelesen. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich so gut wie komplett vergessen habe, was ich da eigentlich gelesen habe. Es war auch längst nicht mein liebstes Buch von Fitzek. Es gibt ein paar Bücher von Fitzek, die mochte ich ganz gerne. Vor allem den Augensammler, der ist nach wie vor mein Lieblingsbuch von Fitzek. Aber Mimik war jetzt keins der, die ich so gerne mochte. Ich fand es irgendwie ein bisschen langweilig und wie gesagt, ich habe auch schon ziemlich gleich danach immer wieder stückchenweise vergessen, was ich überhaupt las. Und jetzt mittlerweile weiß ich noch nicht mal mehr, worum es wirklich ging. Ich weiß nur noch, dass es jemanden gibt in diesem Buch, der Mimikresonanztherapeutin ist. Nee, Mimikresonanz, na, irgendwas halt. Die kann halt eben die Mimik von Leuten lesen und analysieren und so weiter und dadurch findet ihr halt mal wieder einen Serienkiller oder irgend sowas. Es hat mir nicht so gut gefallen, leider. Wenn ich uns verliere von Antonia C. Wesseling, war dann das nächste Buch, das ich in höchsten Tönen gelobt habe. Aus dem Grunde heraus, dass dieses Buch mir teilweise ein bisschen aus der Seele gesprochen hat, weil die Hauptperson Maggie Borderlinerin ist und Symptome ihres Krankheitsbildes gibt es auch in meinem Krankheitsbild, auch wenn ich keine Borderline-Persönlichkeitsstörung habe. Aber gewisse Dinge überschneiden sich in psychischen Erkrankungen des öfteren Mal und gewisse Verhaltensweisen legen auch andere Leute an den Tag. Und ich habe mich in Maggie einfach wiedergefunden und deswegen hat mir das Buch eigentlich ganz gut gefallen. Das nächste Buch war ein absoluter Flop und zwar Ice Planet Barbarians von Ruby Dixon. Ich fand das ganz schlimm. Ich finde es unfassbar schlimm, dass es da Situationen gibt, wo ein sexueller Übergriff weggelacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich mir so denke, Alter, was soll das denn Leuten sagen? Wenn du Noppen auf der Zunge hast, darfst du mich vergessen? Dann finde ich es geil. Oder was ist da los? Also ich fand das gerade für unsere heutige Woke-Gesellschaft nicht unbedingt repräsentativ. Ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie doof. Ich fand das richtig doof alles. Ich fand das einfach komplett blöd, was da geschrieben wurde. Es geht mir nicht in den Kopf, was diese Geschichte mir hat sagen sollen. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt da so rede drüber, aber dieses Buch war für mich wirklich intelligenzbefreit. Es geht da um Frauen, die von Aliens entführt werden und dann gibt es da halt so ein paar Alpha-Männer, die dann jeweils zu irgendeiner Frau gehören und das ist dann deren Seelenverwandte und die sprechen halt natürlich keine richtige Sprache, zumindest kein menschlich oder so, ja. Die können sich da nicht richtig miteinander verständigen. Das war alles so komisch geschrieben. Das hat mich einfach nur genervt, weil ich mir dachte, so, es ist einfach
so unintelligent geschrieben. Es ist höchster Trash gewesen, aber halt nicht auf die gute Art. Also an Trash bin ich ja gewöhnt. Ich fand Crave gut bis dahin, wo ich es gelesen habe bis jetzt. Ich habe Richard Layman gelesen, der auch sehr großen Trash schreibt und wirklich viel Quatsch, aber selbst das hatte mehr Niveau. Also ich bin gar kein Fan von Ice Planet Barbarians. Überhaupt nicht. Das nächste Buch war wieder eins von Brianna Wiest und zwar 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Auch da geht es um dasselbe, Persönlichkeitsentwicklung, kann ich also auch nicht viel dazu sagen. Lest es einfach, wenn es euch interessiert. Es geht halt hier um verschiedenste Themen. Ich persönlich fand das andere ein bisschen besser, weil es mehr auf meine Situation zugeschnitten war, sozusagen. Ich konnte mir da mehr rausziehen als aus diesem Werk, das jetzt so viele Dinge ein bisschen anspricht. Da waren jetzt halt auch nicht viele Sachen dabei, die ich noch nie gehört habe. Aber allgemein ist es ein gutes Buch, aber ich bin längst nicht so begeistert davon wie viele andere. Weiter ging es dann mit Starlight in Our Dreams von Andreas Dutta. Und in diesem Buch geht es ja um einen jungen Mann namens Felix, der Fische ist vom Sternzeichen, das weiß ich noch. Und er geht nach Irland zum Studieren und traut sich endlich was. Und er arbeitet dort auch in einem Laden, wo er dann auf einen anderen jungen Mann stößt namens Owen, wenn ich mich recht erinnere. Und Owen ist so ein bisschen griesgrämig und die beiden lernen sich kennen und natürlich verlieben die sich irgendwann. Aber grundsätzlich geht es in diesem Buch auch darum, dass Felix eben ein großer Fan von Sternzeichen ist, von Astrologie. Er interessiert sich sehr dafür und Owen halt gar nicht. Und dann ist es halt so, dass der eine dem anderen sagt, er soll sich mit dem jeweiligen Sternzeichen treffen und vorhersagt, wie das Date dann wird und so. Ich muss sagen, dass ich das Buch allgemein ganz gut fand, ganz okay fand. Es war jetzt für mich halt aber kein Highlight. Es war ganz nett geschrieben. Ich habe mich aber zwischendurch schon irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht unbedingt die Zielgruppe dafür war. Ich interessiere mich weder viel für Sternzeichen, noch habe ich jetzt großes Interesse an LGBTQIA+ Romance-Büchern. Ich lese das hin und wieder mal, wenn mich die Story drumherum interessiert, aber an sich interessiert es mich nicht, weil ich bin halt heterosexuell und ich finde es auch nicht schlimm, dass es so ist. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass ich mich deswegen eher für Bücher interessiere, wo heterosexuelle Beziehungen stattfinden, weil ich das halt mehr relaten kann, weil ich mich da mehr einfühlen kann. Aber grundsätzlich, Liebe ist Liebe. Es geht ja um die Gefühle dahinter. Deswegen öffne ich mich natürlich auch gerne mal für queere Literatur. In dem Fall war es halt wohl einfach nicht so die Geschichte für mich. Ich würde aber jetzt nicht behaupten, dass das Buch irgendwie schlecht wäre. Es war auch nicht schlecht geschrieben, auf gar keinen Fall. Ich fand den Schreibstil auch sehr gut. Man sieht auch, dass Andy sich da weiterentwickelt hat vom Schreibstil her. Würde ich sagen, hat er schon alles richtig gemacht, aber es war halt einfach nicht so die Geschichte für mich persönlich. Danach kam ein Highlight auf jeden Fall, und zwar Anna Karenina von Leo Tolstoi. In Anna Karenina geht es halt eben letztlich darum, dass ein Ehebruch passiert, nicht nur einer in diesem Buch, und wie das in der damaligen Gesellschaft halt eben dann behandelt wurde. Und ja, darum geht es schlichtweg. Es geht um das Leben derer Menschen, die wir hier begleiten, und es geht um die Ehebrüche, die passieren, und es geht auch um andere Beziehungen, die geschlossen werden oder zerbrechen, die ohne Ehebruch einhergehen und leben. Ja, ich fand das sehr gut. Es gab extrem viel Gesprächsstoff bei diesem Buch. Auch da habe ich die Leserunde extrem genossen, die ich hatte. Auch da liebe Grüße an meine Lesepartnerin. Ich habe es sehr genossen. Es war eine wirklich tolle Zeit. Es waren wirklich tolle 6 oder 7 Wochen, die wir an diesem Buch gesessen haben. Aber es hat sich gelohnt, weil es wirklich ein sehr guter Roman war. Ich empfand ihn nicht als lebensverändernd, weil all das, was hier ja mit diesem Buch gefordert wird oder aufgezeigt wird, hat sich ja bereits verändert in unserer Zeit. Also es ist ja schon normal, dass Ehebrüche passieren. Es ist ja schon normal, dass man sich einfach scheiden lässt. Es ist ja nichts mehr, was irgendwie unter Strafe steht oder weswegen man gesellschaftlich ausgegrenzt wird oder weniger Ansehen bekommt. Das ist ja alles schon passiert. Warum sollte das also mein Leben verändern? Ich verstehe nicht, dass Leute sagen, das Buch hat ihr Leben verändert. Warum? Wir haben doch alles das, was hier gefordert wird, was hier angesprochen wurde. Es ist doch alles schon da. Also mein Leben kann es nicht mehr verändern. Es hat bestimmt früher etwas für die anderen Frauen, die zu der Zeit oder ein bisschen danach gelebt haben, verändert. Und das hoffe ich natürlich auch, dass dieses Buch
viel dafür getan hat, dass etwas verändert wurde, und das glaube ich auch. Aber für mich heute verändert das ja halt gar nichts. Also warum soll das lebensverändernd sein? Ich weiß nicht, was die Leute damit meinen, aber mir hat es trotzdem gefallen. Es ist kein Lebenslese-Highlight. Es ist nichts, was ich jetzt nochmal lesen würde, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe es sehr genossen, weil es Tolstoi ist. Man kann als selbstschreibende Person extrem viel von dem lernen. Und deswegen lese ich ihn auch so gern, weil ich einfach liebe, wie er Dinge beschreibt, wie er erzählt und dass er sich auch nie wiederholt. Also auch wenn er 10 Seiten darüber schreibt, wie gerade jemand stirbt oder sowas, dann wird da kein einziger Satz wiederholt. Es ist Wahnsinn, was der über eine Situation alles erzählen kann. Das ist unfassbar. In den meisten anderen Büchern wäre das in 3 Sätzen abgehandelt, weil den Leuten nichts mehr einfällt. Und Tolstoi beschreibt und schreibt und schreibt und es ist nie langweilig. Außer es geht um dieses ganze wirtschaftliche Ding, was wir auch sehr oft haben, politisches, wirtschaftliches in Anna Karenina, und das fand ich ultra langweilig. Das war so langweilig, weil es mich einfach nicht interessiert, aber es gehört halt auch irgendwo dazu, um dann auch ein bisschen zu verstehen und einzuordnen, wie die Menschen damals gelebt haben, was war zu der Zeit in Russland relevant und so. Und es ist schon, es gehört halt dazu, ne? Aber es hat mir halt nicht gefallen. Aber der Rest war super. Also den Rest fand ich gut. Es gibt dazu auch bald noch einen Booktalk, wo wir darüber reden, was ich gut fand, was ich nicht so gut fand und warum ich Anna so extrem verabscheut habe. Ja. Dazu mehr ein andermal. Danach habe ich Wenn ich falle von Nicola Hotel gelesen. Und das hat mein Mann mir auch ausgesucht. Da gab es auf meinem anderen Kanal ein Video dazu, wie wir live in der Buchhandlung filmen durften. Und da haben wir einen Live-Haul gedreht. Ich kann ihn euch gerne mal verlinken. Falls ihr nicht auf meinem anderen Kanal wart, dann könnt ihr da oben gerne aufs i klicken und dann seht ihr das Ganze dort. Mir hat das Buch ganz okay gefallen. Es war nichts Weltbewegendes. Es war nichts, was ich nochmal lesen würde. Es ist auch nichts, wo ich den zweiten Teil lesen möchte. Es interessiert mich einfach nicht, weil ich mir die ganze Zeit dachte, jetzt am Ende, damit man den zweiten Teil kaufen muss, kommst du dann mit einer Wendung um die Ecke, wo endlich mal was passiert, weil in dem ganzen Buch ist sonst nichts passiert. Es ist wirklich nichts passiert. Es gab keine Konflikte. Es gab nichts wirklich, wo irgendwie mal ein bisschen Action reinkam, gar nichts. Also es lief alles super. Es gab halt hier keinen Bad Boy. Muss ja auch nicht sein, ne? Aber dann braucht es halt andere Konflikte, weil irgendwas muss ja passieren. Und hier plätscherte diese gesamte Geschichte einfach nur so vor sich hin und alles lief eigentlich super. Und zudem ging es ja auch noch um das Verlustthema und um die Verarbeitung eines Verlusts. Und es hat mich auch wieder genervt, dass wieder nur der Love Interest dazu in der Lage war, der Person zu vermitteln, wie sie diesen Verlust verarbeiten muss. So, allein ist sie anscheinend nicht auf irgendwelche Ideen gekommen, mal loszulassen oder mal dies zu probieren oder mal das. Nein, natürlich sorgt wieder der Mann dafür, dass eine Frau wieder im Leben klarkommt. Wisst ihr, das hat mich so genervt. Es ist immer jemand anders. So, löst doch deine Probleme mal selber. Warum muss immer der Love Interest derjenige sein, der das Leben wieder lebenswert macht? Natürlich ist das so. Natürlich sorgt ein neuer Partner dafür, dass das Leben wieder toll ist, dass man glücklich ist, dass man sich besser fühlt, dass man über Dinge schneller hinwegkommt. Natürlich ist das ein Teil davon, aber er ist nicht alles. Die Probleme verschwinden nicht nur, weil man einen neuen Mann an der Seite hat oder eine neue Frau. Das ist nicht so. Die Probleme kommen irgendwann wieder. Man muss Dinge wirklich verarbeiten und dazu gehört mehr als nur ein neuer Partner an der Seite. Und hier war es irgendwie aber wieder so, also es kam mir zumindest so vor, so, ach, er hat gesagt, ich muss das machen. Er hat mir gezeigt, dass es an der Zeit ist. Ja, alleine hast du es anscheinend nicht geschafft, ne? Also mich nervt das irgendwie. Deswegen, mich hat es nicht so glücklich gemacht, das Buch. High Hopes von Ava Reed war dann nochmal so ein New Adult Buch, das mich nicht wirklich glücklich gemacht hat. Denn auch da gab es halt jetzt 1-2 Situationen mehr, die mal ein bisschen den Puls hochjagen, wo mal ein bisschen was passiert außer der Reihe, weil es halt auch im Krankenhaus spielt. Also irgendwas muss ja in einem Krankenhaus passieren, sonst ist es ja ultra unrealistisch und auch ultra langweilig. Aber das waren halt auch die einzig interessanten Momente, so, wo halt irgendwas im Krankenhaus passiert ist, weil diese Beziehung, die wir hier begleiten zwischen den beiden Love Interests, war sowas von ultra langweilig geschrieben.
Und das tut mir wirklich leid, weil ich dachte eigentlich, Ava Reed ist in Interviews so witzig und so sympathisch, dass sie mit Sicherheit einen richtig guten New Adult Roman für mich schreibt. Aber leider bin ich dem da auf den Leim gegangen. Ich fand es nicht witzig. Es war schon mal amüsant ein, zwei Mal, aber so richtig gefühlt habe ich es nicht. Und die Liebesgeschichte habe ich auch gar nicht gefühlt. Die hat mich eher genervt, weil die auch so dieses, ja, wir dürfen nicht, weil wir arbeiten ja in einem Machtgefälle, Verhältnis, Dingsbums da, ne? Weil er ist ja dann Chefarzt und sie ist dann Bambini, also Auszubildende, Dingsbums. Dann war das die ganze Zeit das Thema, dann weiß der Mann halt nicht, was er jetzt will und wie er das jetzt handhaben soll. Und also irgendwie habe ich diese Liebesgeschichte überhaupt nicht gefühlt. Gar nicht, null. Und es war halt sehr doof, weil eigentlich hätte ich diese Reihe gern weitergeführt, weil ich das Setting ganz interessant fand. Es war mal was anderes, aber ja, leider eine Enttäuschung. Dann das vorletzte Buch, das ich in diesem Jahr beendet habe, bis jetzt. Wo du uns findest, von Antonia C. Wesseling. Das ist der zweite Teil ihrer Light in the Dark Dilogie. Wobei es gibt da ja noch so einen Zusatzband, der spielt, glaube ich, an Weihnachten. Das ist so eine Novelle, Kurzgeschichte, irgendwas, ne? Wie auch immer. Jedenfalls geht es in diesem Buch um eine Beziehung, die bereits besteht. Was ja erstmal was Gutes ist, weil es mal was anderes ist, als immer eine Beziehung, die gerade erst entsteht. Diese besteht schon ein Jahr lang, ist jetzt auch nicht super lange, ne? In der heutigen Zeit wahrscheinlich schon super lange, keine Ahnung. Die Leute sind alle so schnelllebig, die wechseln den Partner wie die Unterwäsche heutzutage, finde ich auch scheiße. Deswegen, also ein Jahr Beziehung und man langweilt sich schon, ein bisschen schwierig. Also ob die Liebe da so groß ist, weiß ich nicht. Also ich finde, wenn man mit dem richtigen Menschen zusammen ist, interessiert man sich nicht für andere mehr. Und dann hat man auch keine Lust, mit anderen irgendwie intim zu werden. Und dann geht man auch nicht direkt bei der erstbesten Gelegenheit mit irgendjemandem fremd oder sonst was. Und ich finde das alles so seltsam heutzutage. Es nervt einfach nur. So war es halt leider in diesem Buch auch, ne? Also es war ja abzusehen, dass da sowas passiert, ne? Ich habe es halt trotzdem gelesen, weil ich mir dachte, ich guck mal, was sie da draus so macht, die liebe Antonia. Es war auch ein solides Buch, aber es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand es sehr langweilig. Und wenn was passiert ist, dann ging es halt eben nur darum, dass die Alte da in dem Buch halt dann fremd geht, weil sie sich von ihrem Freund nicht mehr wahrgenommen fühlt, weil der halt ganz viel mit dem Studium zu tun hat. Und ja, das kann sein, dass das eine Beziehung killt, aber man kann ja auch einfach mal ernsthaft miteinander reden oder so. Da braucht man ja nicht direkt die Zunge in den Hals von einem anderen zu stecken und es dann zu bereuen und dann rettet das die Beziehung, weil das war jetzt ein Weckruf oder wie. Also ich finde, dass sowas eine Beziehung in den Arsch macht. Und dass es sich dann für die wenigsten Menschen noch lohnt, darin dann noch zu investieren. Kann natürlich auch sein, dass sowas mal passiert und dass man danach 20 Jahre glücklich ist. Aber in der Regel zeigt das ja schon, dass irgendwas in der Beziehung nicht gestimmt hat. Und ob das dann nur am Studium liegt, ist fraglich. Aber es ist ja nicht meine Beziehung, sondern es war die Beziehung zwischen Melanie und Ben. Von daher kann ich darüber ja nicht urteilen. Aber das, was ich so gelesen habe, hat mir irgendwie nicht gefallen. Es hat mir halt nichts gegeben, weil es irgendwie halt von Anfang an genau so war, wie es halt eben immer ist oder wie man es schon erwartet hätte. Und da gab es nichts, was mich überrascht hätte. Und ja, das war halt schade. Die Ladenhüterin von Sayaka Murata ist das letzte Buch, das ich beendet habe. Und das ist jetzt schon einen Monat her oder sowas. Also ja, aktuell lese ich wieder fleißiger, kommt also bestimmt bald ein Lesemonat, hoffentlich mit ein paar Büchern, aber das war das letzte Buch, das ich gelesen habe und in der Ladenhüterin geht es ja um ähnlich kritische Themen, wie gesagt, wie bei Sayaka Murata eigentlich immer bisher. Es geht grundsätzlich um wieder mal eine Außenseiterin, die als eine Angestellte in einem 24-Stunden-Supermarkt arbeitet und da so ihre wahre Bestimmung drin findet. Es ist halt problematisch sozusagen, dass sie dort arbeitet, weil sie noch unverheiratet ist oder so. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Ich habe es als Hörbuch gehört, ich habe eigentlich alles mitbekommen, aber so ein paar Aspekte sind mir irgendwie verloren gegangen, muss ich ehrlich zugeben. Es wurde immer so drüber diskutiert, ja, wenn du das als Nebenjob machst oder so,
und du verheiratet bist, dann ist es okay, weil eine Frau will vielleicht auch eine Beschäftigung haben. Aber wenn du da ernsthaft Vollzeit oder so arbeitest, dann geht das gar nicht. Vor allem, wenn du dann keinen Mann hast, weil irgendwas stimmt ja dann einfach nicht mit dir. Ich fand das irgendwie so richtig weird. Also es war richtig, richtig seltsam. Und ja, hier steht zum Beispiel: beeindruckend, leicht und elegant entfaltet Sayaka Murata das Panorama einer Gesellschaft, deren Werte und Normen unverrückbar scheinen. Und so ist es halt, ne? Das ist halt uns hierzulande alles sehr fremd. So, ich habe gemerkt, dass mein Mikrofon nicht angesteckt war an mir. Ich hoffe, ihr habt trotzdem gehört, was ich gesagt habe. Tut mir leid für diesen Patzer. Ja, also wie gesagt, die Hauptperson, um die es hier geht, die heißt Keiku Furukura und Gefühle sind ihr fremd. Das Verhalten ihrer Mitmenschen ist für sie meist irritierend und um nirgendwo anzuecken, bleibt sie halt eben einfach für sich. Als sie allerdings dann auf dem Rückweg von der Uni auf einen neu eröffneten Supermarkt stößt, einen sogenannten Konbini, beschließt sie dort als Aushilfe anzufangen, wie gesagt. Man bringt ihr den richtigen Gesichtsausdruck bei, das richtige Lächeln, die richtige Art zu sprechen. Keikos Welt schrumpft endlich auf ein für sie erträgliches Maß zusammen. Sie verschmilzt geradezu mit den Gepflogenheiten des Konbini. Doch dann fängt Shiraha dort an, ein zynischer junger Mann, der sich sämtlichen Regeln widersetzt. Keikos mühsam aufgebautes Lebenssystem gerät ins Wanken und ehe sie sich's versieht, hat sie eben diesen Mann in ihrer Badewanne sitzen, Tag und Nacht. Ich kann euch sagen, dass das andere Buch, das Seidenraupenzimmer, ein richtig krasses Ende hatte. Leute, oh mein Gott, das war richtig heftig. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber es war richtig krank. Das Buch war krank. Und das Seidenraupenzimmer war für mich deutlich weniger krank. Und anscheinend auch deutlich weniger interessant, denn ich habe sehr viel davon schon wieder vergessen, obwohl ich das wirklich erst vor kurzem beendet habe. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie das geendet hat. Deswegen belassen wir es einfach dabei. Es war für mich ein Zwei-Sterne-Buch. Ich habe dem echt nicht mehr Sterne gegeben. Enttäuschend bestimmt für manche, enttäuschend auch bestimmt für manche, die mir das Buch empfohlen haben. Aber tatsächlich hat es mir deutlich, deutlich weniger gefallen als das Seidenraupenzimmer. Ja, das ist leider so. Eventuell werde ich mich in Zukunft auch noch mal mit den Kurzgeschichten von Sayaka Murata beschäftigen. Die hat ja noch ein anderes Buch auf dem Markt, das auf Deutsch erschienen ist. Da sind nur Kurzgeschichten drin, glaube ich, oder eine Art von Erzählung. Ich werde dann sehen. Auf jeden Fall, wenn ihr mal eins von der lesen wollt, würde ich euch das Seidenraupenzimmer deutlich mehr empfehlen. Aber da gibt es auch deutlich krassere Themen, die besprochen werden, auf die man vielleicht vorbereitet sein sollte. Also ja, wenn man vielleicht ein bisschen empfindlich ist in gewissen Hinsichten, wenn man vielleicht auch ein bisschen, ja, Erfahrungen gemacht hat, die nicht so gut waren, dann lest mal die Triggerwarnungen durch. Vielleicht gibt es welche im Internet. Ich möchte jetzt hier ungern direkt spoilern, was da noch alles vorkommt, aber es gibt gewisse Erfahrungen, die wiegen sehr schwer. Und vielleicht möchte man da nicht unbedingt im Detail noch etwas darüber lesen. Ja, so viel dazu. Das waren all die Bücher, die ich bis jetzt in diesem Jahr gelesen habe. Ich muss sagen, dass mir leider viel mehr Bücher nicht so gut gefallen haben, als gefallen haben. Und es gab jetzt nicht großartig viele Highlights, vielleicht zwei, drei Stück, die mir richtig gut gefallen haben. Und das war es dann auch. Ich kann nur hoffen, dass es im nächsten Halbjahr besser wird und dass ich euch am Ende des Jahres dann noch ein paar Jahreshighlights präsentieren kann und darf. Hoffen wir mal das Beste. Es ist wahrscheinlich auch einfach so schlecht gelaufen bis jetzt, weil ich erstmal wieder ausprobieren musste, wo liegt gerade mein Interesse, was gefällt mir, was möchte ich lesen, was liegt mir wirklich. Und weil ich meinen eigenen Lesegeschmack nicht mehr so gut gekannt habe, ist wohl so eine Masse an nicht so gut bewerteten Büchern von mir zusammengekommen. Weil ich halt viel probiert habe, vieles, was von anderen auch empfohlen wurde, vieles, was schon jahrelang auf meinem Sub gegammelt hat, nur weil ich diese 12 Books in 12 Months auch weglesen wollte. Und die habe ich weggelesen, nur eins fehlt mir noch. Alle anderen sind gelesen oder aussortiert worden von mir. Ja, also diese Challenge habe ich so gut wie geschafft, aber zufrieden war ich damit nicht. Also die meisten Bücher davon haben mich tatsächlich enttäuscht. Ich mir denke, ja, alles klar. Das waren die Bücher, die du am meisten hast lesen wollen auf deinem Sub. Hoffentlich sind die Bücher, die jetzt aktuell auf so einer High-Level-Liste stehen hier, besser.
Aber ich denke, dass ich meinen Lesegeschmack mittlerweile wieder ein bisschen besser einschätzen kann und dass das nächste halbe Jahr besser wird. Drückt mir die Daumen. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, lest schön viel und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video gerne wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir mal wieder zu chillen und über Bücher zu reden. Hatten wir ja hier auf dem Kanal sehr, sehr lange nicht mehr. Und ja, auf dass es so weitergeht und auf dass wir alle noch ein tolles Lesejahr haben. Macht es gut, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.